SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, mit Statistik haben wahrscheinlich die meisten hier im Saal nicht so viel zu tun, aber sicherlich mit dem Thema Altersversorgung. Wie kriegen wir es hin, angesichts der demografischen Entwicklung und bei langfristig steigenden Beiträgen auch in Zukunft eine lebensstandardsichernde Altersversorgung zu gewährleisten? Das ist die Frage heute und das war auch die Frage vor 15 Jahren. Damals war das Ergebnis die Riester-Rente, eine private zusätzliche Altersversorgung, die geplante Einbußen bei der gesetzlichen Rente ausgleichen sollte. Die sogenannte dritte Säule neben gesetzlicher und betrieblicher Rente. Das war die Idee. So richtig funktioniert hat es nicht, zugegeben. Das lag aber nicht in erster Linie an Walter Riester. Es lag nicht zuletzt an den Widerständen in der Öffentlichkeit und auch in den Institutionen. Konkret, die ursprünglich geplante obligatorische Lösung scheiterte an einer Medienkampagne gegen die damals so diffamierte Zwangsriester-Rente. Die Vorstellung, für jeden Versicherten bei der Rentenversicherung noch ein sogenanntes Vorsorgekonto für die zusätzliche private Altersversorgung anzulegen, scheiterte, wie man hört, an der Rentenversicherung. Das Ergebnis, die Riester-Rente ist zu unübersichtlich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Oft zu teuer. Durch die niedrigen Kapitalmarktzinsen schlagen hohe Provisionen und Vertriebskosten erst recht voll auf die Rendite durch. Viele nehmen Riester gar nicht erst in Anspruch. Vor allem jene, die auf eine zusätzliche Altersversorgung angewiesen sind. Und deshalb brauchen wir gerade dort dringend eine Verbesserung. Für die SPD geht es in der aktuellen Debatte darum, wie erreichen wir gerade die, die bislang keine eigene Altersversorgung finanzieren können. Wie erreichen wir gerade die, die ahnen, dass jede private Vorsorge von der Grundsicherung weggefressen wird? Die aktuelle Anrechnung auf die Grundsicherung muss deshalb auf den Tisch. Und genauso die bisherige staatliche Förderung. Die Idee, Neuverträge auf reine Zulagenförderung umzustellen, finde ich im Antrag der Grünen sehr sympathisch. Mit deutlich höheren Zulagen würde die eigene Vorsorge gerade für Geringverdiener attraktiver. Und daneben schlagen Sie ein einfaches Basisprodukt vor, das in staatlicher Organisation durchgeführt werden soll. Das kommt unserer Forderung nach großen Einheiten sehr entgegen. Kollektive Lösungen können Kosten für Verwaltung und Vertrieb reduzieren und haben deutlich bessere Anlagemöglichkeiten. Da sind wir uns einig. Man kann es beklagen, aber realistisch betrachtet wird es auf Dauer ohne private und wahrscheinlich auch ohne kapitalgedeckte Altersversorgung nicht gehen. Für uns ist die betriebliche Altersversorgung die beste Form der privaten und zugleich kollektiven Altersversorgung. Dazu wird Martin Rosemann gleich noch etwas sagen. Aber natürlich geht es auch darum, das Niveau der gesetzlichen Rente der ersten der zentralen Säule zu stabilisieren. Aus der CDU, Matthias Birkwald hat schon gesagt, gibt es ja da durchaus interessante Vorschläge. Herr Bäumler fordert, das Rentenniveau schrittweise wieder anzuheben, weil sich die Riester-Rente nicht durchgesetzt hat. Ich finde das eine gute Überlegung, aber ich bin mir nicht sicher, ob er in seiner eigenen Partei damit eine Mehrheit findet. Die Zukunft der Altersversorgung betrifft jeden, früher oder später. Die DGB-Gewerkschaften haben angekündigt, eine angemessene Rente zu ihrem zentralen Thema der nächsten Monate zu machen. Da werden Antworten erwartet. Und auch deshalb, sich darüber auseinanderzusetzen, wie die Altersversorgung in Zukunft aussehen soll, welche Rolle private und gesetzliche Rente dabei spielen, ist sinnvoll, es ist notwendig und es ist an der Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kapschak. Nächster Redner, Matthäus Strebel für die CDU-CSU-Fraktion.